gerade am Stream, hier gerade Koromi, fettes Shoutout an ihn, dass das hier gerade so gut läuft. So, wir sehen jetzt PS2 und beide mit ihren Mains. Ja, Splash Mage gegen Niceface, habe ich ja eben schon gesagt, so, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Begegnung. Ich mich auch, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das abläuft. Splash Mage, wirklich so eine Art Prodigy, noch relativ jung, aber wird immer besser zur Zeit, holt immer krassere Wins. Ja. Man sieht ihn immer öfter, auch irgendwelche Clips von ihm auf Twitter und so. Und ja. Niceface halt schon ein bisschen länger dabei. Der Charakter und halt mega underrepresented auch, ne? Deswegen, ja, eben. Man freut sich immer so, wenn man gutes Gameplay von einem Charakter sieht, den man nie sieht. Ja, gibt es überhaupt einen anderen guten Robin in Deutschland so? In Deutschland? Also ich kenne keinen. In Deutschland keine Ahnung. In Europa gibt es halt Mad Ice Game. Ja, genau, in Holland. Das ist ja der Beste der Welt. Ja. Oh, okay, krass. Aber Niceface hat ja schon den ersten Stock geholt. Es gab noch einen einzigen in Amiland, der insane war. Ich weiß nicht, ob das Onin war oder irgendein anderer, aber irgendein Onin, Onin hat auch Robin gespielt vor Steve, das ja, weiß ich. Genau, ja, genau, der war auch sick mit dem Charakter, aber ja, jetzt halt eher Steve. Gegen Akula hatte er dann auch mal alle möglichen Charaktere gespielt, weiß ich noch, weil er das Steve Ditto nicht bauen wollte. Aber jetzt zurück zu dem Set, und zwar versucht Splash Mage gerade ein bisschen zu comebacken, liegt ganz stock hinten. Ja, ging schon schnell. Eben das Set war ja sick, hast du das gesehen? Ja, das war super knapp. Also richtig krass, wie Bebel Campo performt hat. So, und sehr ärgerlich für ihn, dass er dann ganz am Ende doch noch super knapp gevetaked wurde. Ja. Aber wirklich kranke Performance. Ja, ich glaube, wenn er das Set analysiert, ich werde das auf jeden Fall hochladen so, wenn er es analysiert, werden ihm auf jeden Fall einige Sachen auffallen, mit denen er gewinnen hätte können. Ja, man macht halt immer Fehler. Ja. Und dann sieht man das ganz gut. Aber Niceface macht gerade nicht so viele Fehler. Er hat immer noch alle Stocks, während Splash Mage schon auf dem letzten ist. Oh, wow. Die Back erreicht tatsächlich nicht bei 143. Halt über die ganze Stage geflogen ist. Und Niceface hat natürlich auch korrekt die-eyed. Ah, gute Get-Up-Attack hier. Das Ledge-Trapping von Robin ist halt sehr gefährlich. Das war interessant. Heißen die gerade Wave Bounce? Also die Side-Bs. What? Ja, also Wave Bounce ist, wenn du quasi B-Reverse und Reverse B gleichzeitig machst. Ich glaube, gerade war das einfach nur ein B-Reverse. Ah ja. Der 69er-Bonus von Splash Mage kommt aber rein. Also, okay, nee, das ist aufgebraucht. Ja. Also doch kein Reverse-3-Stock, leider wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Also, ein Stock wird auf jeden Fall. Ja, das war ja auch. Jetzt ist die Frage, wie so das Momentum ist. Also, oh. Ja, sieht schon mal gut aus. Oh, das hätte böser Damage sein können, aber ich glaube, irgendwas hat er gerade nicht. Ich weiß nicht, ob das Buch oder... Ja, ich sehe auch tatsächlich noch nicht 100% durch. Oder das Schwert. Bei Robin. Oh mein Gott, das geht so schnell bei diesem Charakter. Ja, die Aerials sind insane. Super krasse Frame-Daten, mega viel Damage, Knockback. Übelst hohe Priority mit den Disjoints auch. Du hast bei den Kombos auch relativ hohes Zeit-Window, einfach weil... So viel Hitstun, die ja, alle, genau, ja. Hitstun. Du hast einfach durch diese Elektrizität, Zeit. Das passt halt einfach thematisch, wenn du dann besonders lange in diesem Hitlag bist. Ja. Oh, und der Uptilt. Okay. Okay, ja, cleaner Two-Stock von Niceface. Niceface hat man letztes Mal, als er on-stream gespielt hat, auch schon gesehen. Da gab es auch die Two-Stocks vom Link. Also ich habe tatsächlich noch nicht einmal gesehen, wie er Last Stock oder noch alle drei Stocks hatte am Ende des Games. Wer jetzt? Mit seinem Link. Niceface heute. Mhm. Zumindest bei den Stream-Sets, die ich bisher Ich kann mich nur an Dr. Mario erinnern. Ja, mit Dr. Mario wurde er von Levi gecomebackt. Hätte er auch fast das Game geholt. Oh, ich muss jetzt gerade mal... Ja, also beide bleiben bei ihren Mains. Ich denke, das wird auch das ganze Set so bleiben. Ich expecte hier jetzt keinen Counterpick. Und auch was die Map angeht, gibt es keinen Counterpick. Wir bleiben auf PS2. Ja, yeah, okay. Okay, back air into grab. Nice. Und da ist der Downfall into Uptilt dann noch true gewesen. Ah, auf jeden Fall. Ich finde es interessant, dass beide auch ab und zu reinrennen. Also relativ oft sogar. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen mehr Projektilfight wird bei diesen Charakteren. Hat er ganz knapp den Nosferatu gewürft. Oha, die Nähe von Link bietet natürlich erstes Arcfire und dann trotzdem auch noch Robin. Ja, also Niceface versucht ja sehr viel mit der Nair zu arbeiten, weil die so eine hohe Priority hat. Recht schnell ist, recht lang draußen ist. Oh. Ja, interessant, ne? Arcfire into Nosferatu. Aber beide noch auf allen Stocks, eine Minute ist jetzt schon rum. Oh. Ich glaube, relativ risky Jumps, die Splash Mage teilweise macht.
Aber in der Luft ist der Charakter natürlich auch mega strong einfach. Ja. Oh. Niceface hat mir auch schon mal Tipps gegeben gegen das Robin-Matchup. Zum Beispiel, dass man nicht so viel jumpen soll. Mhm. Weil Robin halt echt extrem gut darin ist, Jumps out zu callen. Ja, auf jeden Fall. Insofern, wenn Niceface mir da Tipps gibt, würde das Matchup wohl halbwegs können. Und oh. sieht man ja auch am Gameplan. Hat sich bisher noch keinen Stock abziehen lassen. Noch sehr cleane Bomb-Recovery gerade. Ah, okay, da wollte er rüberspringen über das Arcfire, aber hat leider das Schwert abbekommen. Oha. Splash Mesh hat auf jeden Fall Probleme mit der Range von Link, also und der Wall sozusagen vor ihm. Kommt jetzt habe ich echt mit dem Grab gerechnet. Aber Niceface wollte einen Jump-Out callen, glaube ich. Der will den Stop jetzt rennt er zurück auf Wall, ist es noch F-Tilt. Oh. Aber er hat es misspaced, er ist nicht weit genug nach rechts. Ja, aber tatsächlich einfach. Ah, aber der Rift Grab wird gepunished. Langsam wird es eng für Splash Mage. Aber er findet noch mit der Invincibility die Up-Smash. Ist immerhin nur noch ein Stock-Unterschied. Wenn Link was mit der Bomb macht, also praktisch diese Ledge Trap, da muss man einfach sehr präzise sein. Space. Ja. Man kann da durchaus einfach von der Ledge praktisch runter raufjumpen mit einer Attacke und die damit fangen. Aber da muss man auch sehr nah an der Edge landen, damit man nicht vom F-Tilt. Das haben wir bei Levi gegen Niceface gesehen, da hat er das einmal gemacht. Ah. Ist einfach mit einer Aerial von der Stage gekommen und hat die Bombe dann sozusagen instant aufgehoben. Hm. Ist halt gefährlich so, man burnt halt seinen Double Jump, man hat dann halt einen Ledge Regrab, wenn man danach wieder zur Ledge zurück muss, wieso auch immer. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man das nicht immer macht. Ja. Ihr Splash Mage Ledge Trap auf jeden Fall ganz gut, aber Niceface kommt easy durch. Oh, der Confirm, ja, der Boomerang in F-Tilt. Okay. Wieder mit Percent to Stock. Wie ich gesagt habe, das ist heute, glaube ich, einfach sein Grind. Mm, alle Leute to Stocken mit Percent. Ja. So. Also, wenn er so weiter so macht, wird er als nächstes gegen SDN spielen. Und da wird das schwierig mit den Two Stocks. Ja, aber mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Matchup. Habe ich lange nicht gesehen. Ja, stimmt. Set. Das gab es früher noch ein bisschen öfter, glaube ich, als mittlerweile. Genau, und Splash Mage, sollte er das jetzt verlieren, muss gegen Flora. Und das sehen wir dann auch on stream hier nach. Also der. Ja, das ist auch wild. Sets. Für Flora im Losers Bracket wegen dem Upset durch Pierre. Ja, auf jeden. Weil sie Game & Watch gespielt hat. Mhm. Also ist jetzt eine Unterstellung, dass es daran lag, aber. Ja, ich weiß nicht, wie das Matchup ist und wie gut der Game & Watch ist, aber. Oh, nicht so gut wie der DDD, würde ich auf jeden Fall behaupten. Glaube ich auch nicht. Ja, genau. Manchmal kann man da auch einfach rein attacken in die Bombe, aber es ist halt alles risky, weil Link hat mit seiner Range. Wenn Link halt antizipiert, was du machst, dann trifft er dich halt. Gut, das gilt für die meisten Charaktere, wenn sie dich ledge trappen. Mhm. Okay, up the out of shield. Frag mich, ob auf dem Virtua-Stream jetzt gerade Poffinator auch spielt mit Link. Ich find's cool, dass sie jetzt Smashville spielen statt PS2. Ich mag das irgendwie, Smashville zu sehen. Das ist so eine schöne kleine Map, wo die Leute miteinander kämpfen auf Nahkampf so. Hm. Ich mag FD, glaube ich, am liebsten. Ah, okay. Aber die ist eine sehr schöne, simple Map, ne, FD. Ja, genau. Wird man nicht so oft von den Plattformen irgendwie gejankt. Ja, so, ich fand die einfach, also ich fand die immer fair. Aber, also wenn ich zum Beispiel mit Repus gespielt habe, hat die immer gebannt und gesagt, die ist nicht fair, die Map, die ist überhaupt nicht fair. Ja, also ich verstehe, wo Repus herkommt, weil einige Charaktere sind halt echt richtig gut auch auf die und auf den anderen Stages viel schlechter. Ich habe die tatsächlich immer so als Comfort-Pick genommen und das war mir völlig egal, ob das war Charakter so nice gut auf der Stage war. Und ich glaube, zum Beispiel Beisel, der jetzt gerade First Seed ist, macht das genauso. Also der mag FD auch sehr gerne. Ah, okay. Gut, dass du mir das sagst. Ich muss nämlich gleich gegen ihn spielen. Oh-oh. Dann weiß ich ja schon mal, dass ich dann FD zu bannen habe. Danke. Ja, also eigentlich ist ihm das relativ egal, glaube ich. Aber FD kommt oft als Bomb Recovery. Ja, er hat die Bomb Recovery tatsächlich gefailt. Sieht man selten. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Set endet gleich. Splash Match ist auf 5% Last Stock. Ist nicht super 5%, aber halt schon gefährlich. Besonders gegen Link. Er braucht dringend ein Opening und. Bin ich gespannt, wie dieser Ledge Trap jetzt abläuft. Oh, okay, krass. Der Down Tilt war zu weit weg. Interessant.
Ja, was ah, kann man da sehr gutes Nosferatu, oh aber Gott. Das war ja super unlucky für Splash Mage. Das ist Matchup-Knowledge, oder beziehungsweise... Ja, richtig gut reagiert von Niceface. Krass, dass er da die Awareness hat, zu wissen, dass er eine Up-Smash kriegen kann. Krass, dass er da Vincible ist, also dass man ihn da überhaupt treffen kann währenddessen. Manche Charaktere haben so bei Grabs oder bei Command Grabs halt so eine Armor drauf. Ja, aber immer nur ganz am Anfang irgendwie, oh, oder? Oh, eigentlich so oh, gut. Oh, was? Die Bombe hätte ihn fast erwischt. Oh ja, da ist er zu lange an der Ledge geblieben. Ah, gute. Weil er so viel Prozente hatte, aber er lebt noch. Ist noch alles drin. Auch wenn der Reverse 3-0 jetzt schwierig wird für Robin. Okay. Das ist Splash Mage. Ah, Okay, er kriegt den Pfeil ab, ja. Oh, das jetzt den zweiten Pfeil hat er verfehlt, tatsächlich ganz knapp. Upthrow. Tötet aber noch nicht, aber das war schon knapp. Hat schon hoch gelauncht. Ich glaube, der nächste Hit, wenn es nicht gerade eine Nutubi ist, oder eine Weak Nair, wird dann auch schon das Set entscheiden. Ah, gut. Oh. Ja, die Nair tötet auch bei 200 dann. Mhm. Okay. 199% näher, let's go. Kein Two-Stock. Splash Mage hat ein bisschen aufgeholt, ein bisschen adapted. Aber es hat leider nicht gereicht, um Games zu holen.